arbeite bei den Münchner Freiwilligen am Hauptbahnhof in München und da vermitteln wir die Geflüchteten an private Unterkünfte. Und da erlebt man natürlich auch Schicksale. Was Frau Stark-Angermeier auch sagte, da war zum Beispiel eine Mutter mit ihrer Tochter und die haben mich angefleht, bitte kein Mann. Ich habe Angst vor Menschenhändlern, ich habe Angst vor Misshandlungen. Die werden einfach auch vermittelt natürlich. Aber wie kann man denn dem vorbeugen, dass da nicht Menschenhändler unterwegs sind am Münchner Hauptbahnhof? Es soll ja auch alles irgendwie passiert sein. Ja, erstmal natürlich durch erhöhte Polizeipräsenz, ganz klar. Das macht unsere Landespolizei und auch die Bundespolizei wirklich richtig gut. Und natürlich, je früher die Ankommenden in die Hände von Caritas und Co. kommen, desto geringer ist die Gefahr, dass sie in falsche Hände kommen. Und ich glaube, da hat sich inzwischen schon viel, viel verbessert. Und ich glaube, da gibt es auch eine große Achtsamkeit inzwischen. Also wenn Frauen oder Familien dort angesprochen werden, dann geht, glaube ich, sofort jemand dazwischen, weil man weiß, das ist nichts Seriöses dann. Ja, wobei es wahrscheinlich manchmal die Situation nicht so richtig gut abschätzbar ist. Das können auch entfernte Verwandte sein, die auf jemanden am Bahnsteig warten und den dann in Empfang nehmen. Das kann natürlich durchaus schwierig sein. Also ich glaube, es ließe sich vielleicht auch noch etwas verbessern, indem man halt frühzeitig den Flüchtenden Informationen an die Hand gibt, indem sie halt, sagen wir, in den letzten Zug, in den sie einsteigen, bevor sie dort ankommen, wo sie dann tatsächlich aussteigen. Wenn da Informationen schon an Bord wären, in ausgedruckter Form, natürlich in ukrainischer Sprache, wohin sie sich wenden können und wem sie gefälligst nicht auf den Leim gehen sollten. Also so relativ einfache Maßnahmen könnten uns da noch besser machen. Aber das Entscheidende ist natürlich, was unseriöse scheuen, ist natürlich eine hohe Präsenz der Sicherheitsbehörden. Und ich glaube, da sind wir in Bayern auf jeden Fall besser aufgestellt als irgendwo sonst in Bayern, in Deutschland. Frau Schweiger, Sie haben eben gesagt, dass die Menschen quasi mit Bussen nach Regensburg, das Wort ist gruselig, aber verteilt werden. Viele Ukrainer sagen, sie würden aber lieber in Großstädten sein und nicht auf dem Land. Das bringt die Großstädte natürlich auch an ihre Kapazitätsgrenzen. Wie sehen Sie das? Ja, genauso. Aber ich sitze ja hier als Landrätin von Regensburg, des Landkreises Regensburg. Wir haben in der Oberpfalz 7 Landkreise, 3 kreisfreie Städte und in der größten Stadt, in der Stadt Regensburg, ist die Ankereinrichtung. Und der grundsätzlich soll ja der Weg so sein, dass die Menschen sich in einem Anker registrieren, auch in dem EASY-System, dass einfach klar ist, wie ist die bundesweite einheitliche Verteilung. Und dann ist natürlich unser Anker schon voll, das ist auch klar. Und deswegen ruft halt dann die Regierung jeden zweiten Tag an und sagt, jetzt kommt ein Bus mit ukrainischen Flüchtlingen, bitte kümmert euch um die Menschen, dann sind die bei uns in einem Hotel untergebracht, 3, 4, 5 Tage und dann vermitteln wir dort diese Menschen an Menschen aus unserer Bevölkerung, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Also das machen wir bei uns vor Ort als Amt. Dann wissen wir schon, dass die registriert sind. Dann erscheinen die bei uns im Ausländeramt, im Sozialamt für Asylbewerberleistungsgesetz. Die müssen sich bei der Gemeinde anmelden. Also die haben schon sehr viel Kontakt dann eigentlich zu unserer Behördenstruktur, da gibt es natürlich dann auch einen Flyer, dass man wirklich sagt, der ist für Arbeit, für Kinderbetreuung, für medizinische Leistungen, so wie man es gerade gehört hat, einfach Ansprechpartner. Und von daher ist es das Thema mit dem, also ich kann ja nur sagen, wie wir mit denen umgehen, die wir bekommen und nicht, wie wir mit denen umgehen, die wir nicht bekommen. Also die Thematik ist schon so, dass es oft heißt, jetzt kommt ein Zug aus Berlin nach München und dann wird weiterverteilt und dann steigt aber aus diesem Zug keiner mehr aus, weil halt die Mitreisenden woanders hin wollen. Diese Situation ist jetzt anders als 2015, weil sich ja die Ukrainer überall frei aufhalten dürfen, touristisch 90 Tage sowieso und ja erst sich wirklich registrieren müssen, wenn sie bei uns Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Und das macht es natürlich einerseits leichter, weil die auch selbstständig von A nach B fahren können, andererseits auch ein bisschen schwieriger in der Koordination.
Es ist ja oft die Rede von diesem sogenannten Königsteiner Schlüssel, Frau Stark-Angermeier. Der soll ja berechnen, zu welchem Anteil die einzelnen Bundesländer die Geflüchteten ja aufnehmen sollen. Funktioniert der? Also, ich würde mal sagen, der hat am Anfang gar nicht funktioniert, weil genau das, was die Frau Schweiger nämlich gesagt hat, dass die Menschen schlicht und ergreifend als Ukrainerinnen und Ukrainer frei sind, ganz regulär einfach sich irgendwo nach Deutschland oder in Deutschland einfach völlig frei sich zu bewegen. Immer dann trifft das dann zu, wenn letztendlich auch Sozialleistungen in Anspruch genommen werden. Und das brauchen die auch ganz praktisch. Einfach auch nochmal, weil ihr ukrainisches Geld nichts wert ist. Und die brauchen unseren Staat als Leistungen, damit sie überhaupt sicher was zum Essen oder was Grundversorgungen überhaupt möglich sind. Also das ist einfach nochmal auch als Hintergrund. Und jetzt fängt er erst an, weil das ist der Königsteiner Schlüssel, ist ja eine Bundesangelegenheit und da muss das Bundesinnenministerium muss sozusagen wirklich dann aktiv werden und mit den Bundesländern zusammen diese Regelungen auf die Reihe bringen. Das hat ein bisschen gedauert. Da hätte ich mir einfach, das wenn 14 Tage vorher gewesen wären, hätten wir sozusagen manche Verteilungen und Kumulationen in den Großstädten weniger gehabt. Also ich weiß, vor 14 Tagen oder 3 Wochen hatte ich einfach mit meinen Kölner Kollegen, mit den Frankfurter Kollegen, München und Berlin und Hamburg, wir hatten eine Schalte und als Caritas, und wir haben dann gesagt, ey, Leute, wir müssen nochmal an die Bundesregierung herantreten, so geht das nicht. Ihr könnt die nicht alle in die großen Städte reisen lassen, aussteigen lassen und auch schauen, erst auch wenn sie nur ein paar Tage erstmal sind, sondern wir müssen gleich mit der Verteilung anfangen. Also da war es, das könnte noch ein bisschen schneller gehen. Jetzt fängt es an, mit der Verteilung besser zu werden. Und das heißt, die anderen Zentren sind aufgemacht, die anderen Bundesländer sind breiter da. Warum sind bestimmte erste Städte auch ein großes Interesse einfach auch gewesen? Berlin ist klar, weil dies ist die erste große Stadt von der polnischen Seite her. Wir sind sozusagen, bei uns war es immer klar, es sind die drei großen Züge, die aus Ungarn kommen, die letztendlich über die Südroute nach Deutschland reinreisen und wir sehr viele einfach auch dort dadurch einfach sehr viel haben. Jetzt haben wir einen Mix letztendlich auch durch die Weiterverteilung aus Berlin, auch nach München kommend. Das heißt also, jetzt wird es deutlich besser, aber momentan kommen nicht so viele. Da muss man einfach auch dazu wissen, dass natürlich an den Grenzen Polen, Rumänien und Moldawien in der Zwischenzeit auch eigene Systematiken aufgebaut sind. Bloß wenn die überlaufen und wenn noch mehr Menschen einfach das Land verlassen, dann werden wir noch mehr Wellen haben. Ich rechne relativ viel an dem Palmsonntagwochenende und am Osterwochenende, die noch ausreisen werden, weil der Krieg ist nicht zu Ende.